Immer mehr neue Kämpfer für Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS. Dass Mewtwo angekündigt war, ist ja keine Neuigkeit mehr. Mewtwo soll am 28. April 2015 als DLC-Kämpfer hinzugefügt werden. Wer seine beiden Versionen, Smash Bros. 3DS und Wii U im Club Nintendo registriert hat, erhält am 15. April die kostenlosen Download-Codes. Ab 28. April sind sie dann wohl downloadbar. Wer seine Games nicht auf Club Nintendo registriert hat oder schlicht nur eine Version von Super Smash Bros. 4 besitzt, der kann Mewtwo für 3,99 € für entweder 3DS oder für Wii U kaufen. Wollt ihr ihn für beide Versionen, dann kostet er 4,99 €. Am 15. April 2015 erscheint ein neues Software-Update für Smash Bros. Das sorgt für eine ausgewogene Spielbalance, ihr könnt Stages uploaden, Videos und Screenshots und es gibt einen In-Game-Shop für zukünftige DLC-Inhalte. Da könnt ihr also Mewtwo downloaden, aber auch den neu angekündigten Lukas, ganz genau. Lukas aus Mother 3, der schon in Super Smash Bros. Brawl für Wii ein spielbarer Charakter war, wird also als DLC-Inhalt für Super Smash Bros. Wii U und 3DS hinzugefügt. Das ist aber noch lang nicht alles, denn ihr könnt bestimmen, welches der nächste Kämpfer sein soll. Ja, ganz genau, also es gibt eine Homepage, ich hoffe, ich habe sie in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr wirklich Nintendo Feedback geben, welchen Kämpfer ihr haben wollt. Also haut ruhig in die Tassen, ich würde mal sagen, das, was am meisten gewünscht wird, wird drangenommen. Ja, es wird wohl Zeit für Ridley, wie es scheint. Aber in meinem Gamestest zu Cooking Mama haben viele auch Cooking Mama als Smash Bros. Kämpfer gefordert. Es ist eure Chance. Das war aber noch längst nicht alles, denn die Amiibos werden weiter eingebunden. Ihr könnt neue Kostüme für die Mii-Fighter kaufen. Es spielt ja irgendwie keiner mit den Mii-Fightern, habe ich das Gefühl. Das will Nintendo korrigieren. Es gibt so ein Affenkostüm, das erinnert an Super Monkey Ball von Sega, ne? Und Mega Man und all das, also da könnt ihr eure Amiibos in Zukunft noch intensiver dafür benutzen. Also es sieht so aus, als wäre die Entwicklung an Super Smash Bros. 4 noch lange nicht abgeschlossen. Was haltet ihr davon, dass man immer weiter versucht, das Spiel zu verbessern? Ich finde es ganz okay, man will das Spiel weiter pushen. Eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, bis dann und ciao!